Jo, was geht ihr Coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Ihr wisst, letztes Mal bin ich mit dem Roller von Berlin nach Paris gefahren und der Roller hat es wirklich nur in einem miserablen Zustand zurückgeschafft. Er stand jetzt fast 5 Monate bei der Werkstatt, also nicht nur die Hinterradbremse, die kaputt ging, die ich nicht mehr betätigen konnte. Der Auspuff ist fast abgefallen, dass der Roller 10-mal so laut war. Nein, auch das Tacho ist ausgefallen und das alles musste jetzt repariert werden. Und ich dachte mir, ey, wenn der Roller jetzt schon fertig ist, dann musst du jetzt diese Paris-Reise einfach nochmal toppen. Und da hatte ich mir überlegt, wie heftig wäre es, wenn man nach Afrika mit so einem Roller fährt. Wir versuchen das natürlich in der kürzesten Zeit umzusetzen, um einen neuen Weltrekord zu brechen. Die Strecke Berlin nach Afrika mit einem Roller in der kürzesten Zeit. Ich weiß nicht, in wie vielen Tagen wir es schaffen. Ich weiß nicht, ob es der Roller überhaupt schaffen wird, dort anzukommen. Aber wir werden das versuchen. Es erwarten uns über 3000 Kilometer. Wahrscheinlich wird die Reise mindestens 5 Tage gehen, daher auch ein bisschen mehr Teile. Also schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr es denkt, ist es möglich, werde ich mit dem Roller ankommen in Afrika oder nicht. Ich würde sagen, wir fahren los zur Werkstatt, gucken uns den Roller an, gucken, ob er in einem guten Zustand ist, dass wir morgen früh losfahren können und dann geht es los mit dem Video. Ich fahre mit einem Roller von Berlin nach Afrika. Viel Spaß mit dem Video, let's go! Könnt ihr euch an diesen Roller noch erinnern? Hier ist er wieder. Er sollte jetzt wieder laufen. Keilriemen wurde nicht gemacht. Der ist schon ein bisschen rissig. Ich hoffe, es passt. Er meinte eigentlich zu mir, es sollte passen bis nach Afrika. Schauen wir mal. Wir fahren jetzt erstmal eine kleine Proberunde und gucken mal, ob alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Danke dir. Der Anzeigenhauptmeister. Nee, nee, nee. Auf dem Roller fühle ich mich immer wie, so, wie der größte Dulli. Aber irgendwie ist es auch geil. Wenn man immer nur Sportler fährt, das ist halt relativ angenehm hier noch für den Rücken. Ach, Junge. Okay, der ist gerade ausgegangen. Der sollte eigentlich nicht ausgehen. Naja, komm, wir tanken mal erstmal. Junge, ich habe den Roller schon so lange nicht mehr bedient. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das hier aufmache. Hier? Ja. Zack, zack, zack. Oh Gott, ey, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, bald mit dem Roller hier 3000 Kilometer unterwegs sein. Aber Tacho geht schon mal wieder, das ist sehr nice. Ich kann zwar nichts wirklich erkennen, wie ihr sehen könnt. Ich habe Angst, dass das Ding ausgeht, deshalb lasse ich hier ein bisschen Gas laufen. Der ist gerade schon ausgegangen. Also auf jeden Fall beste Voraussetzung, um nach Afrika zu fahren. Okay, Reifen, Schräglagentest. Macht erstmal einen guten Eindruck. Sehr gut. Okay, das ist die Probefahrt, Freunde. Also, die Probe hat der Roller geschafft. Ich würde sagen, wir fahren nach Hause, legen uns schlafen und dann geht's super erholt morgen früh los und wir ballern nach Afrika! Ich habe so gut geschlafen. Ich habe so gut geschlafen auf meiner neuen Matratze. Es ist wirklich so unglaublich wichtig, wie euer Schlaf ist. Kriegt möglichst 7 bis 8 Stunden Schlaf und habt eine gute Matratze. Ihr habt keine Nackenschmerzen, keine Rückenschmerzen und ihr seid vor allem viel entspannter beim Motorradfahren. Ihr wisst, ihr müsst euch immer stets konzentrieren und der Schlaf füllt eure Batterie praktisch wieder auf. Und daher bin ich super dankbar, dass Emma Matratzen mir hier eine neue Matratze bereitgestellt hat mit einem richtig geilen Topper. Und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert. Also ich schlafe jetzt hier seit 2 Wochen drauf. Mein Schlaf ist viel besser geworden. Ich bin viel erholter über den Tag. Und wenn ihr das jetzt auch testen wollt, dann hat Emma Matratzen jetzt eine Rabattaktion bis zum 1.4. 50% auf fast alle Produkte. Plus nochmal, wenn ihr den Code Kulebu eingibt, bekommt ihr nochmal 5% obendrauf. Also 55% Rabatt. Ihr könnt das Ganze testen. Bis zu 100 Tage Rückgaberecht. Also probiert es einfach aus. Es gibt auch noch Kissen, Toppers, Bettdecken. Alles Mögliche. Also klickt den ersten Link in der Bio, checkt Emma Matratzen aus, probiert es einfach mal selber aus, bestellt euch eine, guckt, wie euer Schlaf ist. Ich bin jetzt auf jeden Fall erholt genug, um nach Afrika zu fahren mit dem Roller. Der Schlaf war erste Sahne, das heißt, wir gehen jetzt runter zum Roller, fahren nach Afrika, 3000 Kilometer stehen uns bevor, mal schauen, ob wir ankommen. Let's go! Fühle ich mich bereit für diesen Trip? Absolut gar nicht. Null. Ich werde mir jetzt hier noch ein paar Thermosachen anziehen, weil es hat einfach in der Nacht geregnet. Es war kein Regen angesagt, jetzt hat es in der Nacht geregnet. Ey, die Straßen sind nass. Das ist richtiger Abfuck. Aber ich denke, es wird nicht das erste Mal sein, dass ich in den Regen komme bei dem Trip. Und mein absolutes To-Go-Essential, Bepanthen. Ich habe nämlich leider keine Hämorrhoidencreme und da nehme ich Bepanthen mit. Weil ich sag euch, der Arsch wird sowas von brennen. Also ich packe jetzt hier schnell alles zusammen und dann hitten wir die Road. Let's go!
Mann, das ist doch eine Kacke, ey. Moin, ich lieg wieder zu Hause auf der Couch. Bin so gebrochen. Der Roller springt einfach nicht an. Ich hab's jetzt eine halbe Stunde probiert. Jetzt ist die Batterie auch noch leer dazu, weil ich so lange probiert hab. Ich hole mir jetzt wahrscheinlich einen Miles, einen Transporter, schmeiß den da hinten irgendwie rein, alleine, wie auch immer ich das schaffen soll. Fahr zum Kumpel, der gibt mir Starthilfe und dann, ja, irgendwie muss es weitergehen, keine Ahnung. Am meisten Sorgen mache ich mir eigentlich, selbst wenn er wieder anspringt, dass ich dann irgendwann in Frankreich oder irgendwo bin, am Arsch der Welt, und dann springt der Roller nicht an, so am nächsten Tag. Das wäre halt super bitter. So, ich habe jetzt die Batterie ausgebaut. Ihr könnt sehen, wie tiefenentladen die ist durch das ganze Starten. Ob das jetzt irgendwie was bringt, kann ich euch auch nicht sagen. Also, ich lade die jetzt komplett auf, mache die Batterie wieder rein. Ja, ich kenne mich halt auch nicht aus mit dem Scheiß. So, mittlerweile haben wir es fast um 12. Ich wollte eigentlich um 8 Uhr losfahren. Ich habe den Roller jetzt hier drin. War auch schon wieder voll der Krampf. Ich habe keine Spanngurte, ich habe keine Rampe gehabt. Ich fahre jetzt zu der Werkstatt, wo ich den davor schon hatte. Und hoffentlich kriegen sie den an und wir können vielleicht heute noch losfahren. Ja, schon ein bisschen abgefuckt davon. So, ich habe jetzt zum Fachmann gebracht. Okay, also der Roller läuft jetzt erstmal. Er meinte trotzdem, er kann nicht sagen, was das Problem ist. Wenn es kalt ist, springt er einfach nicht richtig an. Also wir ballern jetzt einfach los. Sind top Voraussetzungen dafür. Ab 1 bis 2 Stunden wird er kalt. Und dann kann er auch nicht sagen, ob er jetzt nochmal anspringt. Also wir schauen mal. Ab nach Afrika! Bis dann, Digga. Und aus. So, Freunde, wir sind auf dem Weg nach Afrika. Das sind eigentlich richtig schlechte Voraussetzungen. Hier der Kfz-Meister, der hat den Roller jetzt wieder komplett auseinandergenommen. Vergaser, wirklich alles Mögliche gemacht und es hat einfach nicht geholfen. Also er meinte im Endeffekt, wenn der Roller wieder kalt wird, dann kann ich dir nicht versprechen, dass der auch wieder angeht. Und ich meinte, geil, dann fahr ich jetzt los nach Afrika. Ich habe wirklich nichts mit. Also in den Roller passt auch echt nicht viel rein. Wir müssen jetzt erstmal zur Stadtautobahn kommen und danach auf die richtige Autobahn und dann geht's ab. Jetzt ist es gerade nach 15 Uhr. Das heißt, in 3 Stunden ist schon dunkel. Die meiste Zeit werde ich heute wahrscheinlich einfach im Dunkeln fahren. Junge, hier ist so viel Flüssigkeit drin. Auch sehr professionell, oder? Mit dem Kabel, was da rausführt und in meine Tasche geht, um mein Handy zu laden. Weil ich auch keine Handyhalterung habe. Ich brauche eigentlich eine Handyhalterung. Und ich dachte mir, jetzt ist so viel schief gelaufen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr dafür, eine Handyhalterung zu kaufen. Ich mache das jetzt einfach über Sena, lass mich leiten und dann hole ich mir morgen irgendwie eine Handyhalterung für den weiteren Trip. Also wirklich, so fucking unvorbereitet bin ich noch nie auf den Trip gefahren und mit so schlechten Voraussetzungen. Also, dass der Roller hier so oft ausgegangen ist. Ah, perfekt. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Mein Tacho geht ja nicht mehr. Ich glaube nicht, dass der Roller das schafft. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, wenn die Motorkontrollleuchte wieder angeht, wie auf dem Paris-Trip. Dann haben wir eigentlich auch alle Punkte abgehakt. So, jetzt sind wir auf der Stadtautobahn angekommen. Schon mal sehr nice. Und so wird es wahrscheinlich jetzt auch die nächsten Stunden bleiben. Autobahn bei 0 km/h. Perfekt! So stelle ich mir doch dort. So stelle ich mir das doch vor. Ich komme auf jeden Fall in Afrika an. Koste es, was es wolle. Channel 1. Hallo. Oh, hi. Lässt mich durch? Wer bist du? Ah, ja, sorry. Kulewu, was geht? Was? Nein. Ja, Mann. Verarsch mich. Was machst du da, Mann? Pass auf. Ich fahre nach Afrika gerade. Nein, oder? Doch. Viel Glück. Ja, danke dir. So, Freunde, wir sind runter von der Stadtautobahn und jetzt sind wir auf der Abus. Das war praktisch eine Rennstrecke gewesen, eine Rennstrecke vor Berlin. Okay, mal gucken, wann wir heute ankommen. Ich habe mir so 600, 700 Kilometer als Ziel gesetzt. Jetzt müssen wir einfach ballern. Ballern, ballern, ballern. Hier wird jedes Überholmanöver ausgenutzt. Auch wenn ich nur 3 km/h schneller bin als die von der rechten Spur. Den orangenen Fiat, den nehme ich auch noch mit. Ja! Werden alle mitgenommen. Und da ist der Berliner Bär. Wir verlassen Berlin jetzt. Was halt auch wirklich super, super nice ist, ist, wir fahren ja in den Süden. Und je weiter wir in den Süden fahren, desto wärmer wird es natürlich auch. Das heißt, wir sind angekotzt hier von dem Berliner deutschen Wetter. Und wir brauchen durchaus auch einfach mal ein bisschen mehr Sonne, ein bisschen Vitamin D. Da darf auch ruhig mal getankt werden. Ab in den Süden. Au! Kriegst mich nicht! Bin ich schnell genug? Fahr nämlich nur 0 km/h. Ah, perfekt. Wisst ihr, was mir gerade auch noch aufgefallen ist? Guck mal, ich drück rechts. Geht mein Blinker nicht? Doch, von außen geht er.
Nice, nur im Cockpit geht er nicht. Das Cockpit ist einfach im Arsch. Das blüht uns auch noch bald. Das blüht uns auch bald. Schön liegen bleiben und ADAC Plus Mitgliedschaft aktivieren. Ich weiß gar nicht, ob ich euch schon erzählt habe, aber ich musste die Drohne zurücklassen. Ich hätte euch echt gerne mit geilen Drohnenaufnahmen gefüttert. Ich hatte sie sogar mit in der Werkstatt. Allerdings hat mir mein Kumpel erzählt, dass eine Drohne in Marokko genauso illegal ist, wie als hättest du eine Schusswaffe dabei und du wanderst dafür in den Knast. Das wusste ich nicht. Dann meinte ich, ey komm, ich weiß nicht, ob der Roller es schafft, aber angenommen, er sollte es schaffen, dann müsste ich ja in Spanien die Drohne verstecken, damit ich, wenn ich die Fähre rübernehme nach Afrika, nicht mit der Drohne erwischt werde. Und das ist mir ein zu hohes Risiko, dafür vielleicht in den Knast zu gehen. Von daher dachte ich, ey komm, ich lasse die Drohne einfach zurück. Scheiß drauf. Jetzt ist die Sonne weg, jetzt wird es langsam arschkalt. Ich merke schon, also Füße sind kalt, Oberschenkel sind kalt, Oberkörper geht noch. Ich glaube, ich muss mir aber ein zweites Paar Socken anziehen. Scheiße, ey, ich glaube, ich tanke hier mal. Komm, nehmen wir ihn hier. Nehmen wir den Kollegen. Keine Zeit verplempern. Zack. Am besten jetzt noch den Schlüssel abbrechen. Super E10. Ne, wir wollen das normale Super. Das finde ich super. Hoch. 5 Liter. Wie ist denn unser Zwischenstand? Also, wir haben uns als Ziel als erstes Frankfurt gesetzt. Das sind insgesamt, wie viele Kilometer waren das? 670? Das heißt, wir haben schon 120 Kilometer geschafft. 550 Kilometer noch. Okay, komm Baby, spring an. Okay Baby. Wir sind auf dem Weg. Wir müssen in die Liste der nicht funktionierenden Rollersachen hinzufügen. Hupe, geht nicht. Kurzes Update. Wir sind gerade in Sachsen-Anhalt angekommen. Grüße gehen raus an jeden Sachsen-Anhalter, der gerade dieses Video guckt. Berlin, check Sachsen-Anhalt. Naja, noch nicht check, aber halbe check angekommen. Junge, sieht das schön aus hier. Wir sind bei 3 Stunden 35 noch, 400 Kilometer, 21:50 Ankunft. Ich fahre noch so lange im Dunkeln. So, hier müsste eigentlich ein ziemlich nicer Sonnenuntergang sein. Da schiffen wir erstmal hin. Junge, mir ist so fucking kalt. Das glaubt er gar nicht. Ich muss jetzt erstmal so viele Klamotten wie möglich anziehen. 2 Jeans. Scheiße, da ich keine Jogger mitgenommen habe. Ich Idiot, Alter. Oh Gott. Junge. So, Bocki wird sich gegönnt. 2 Stück. Junge, ich brauche Energie. So kalte Hände, Füße, Beine. Muss mir jetzt erstmal noch mehr anziehen. Und ich hoffe, dass es dann wieder ein bisschen wärmer wird. Jetzt ziehen wir uns um. Müssen uns so viele Sachen wie möglich anziehen. Junge, ist das bescheuert, Alter. Jetzt ziehe ich hier 2 Jeanshosen an. Fällt das auf? Lass ich 2 Jeanshosen an. Wir haben halt gerade auch einfach 8 Grad und oder 7 Grad und jetzt ist die Sonne weg. Jetzt werden bestimmt gleich 5 Grad oder so. Und wenn du die ganze Zeit 100 fährst, Junge, da kühlst du so schnell aus. Das ist so heftig. Ich glaube 300 Kilometer haben wir geschafft und 400 will ich noch fahren. Boah. Aber Hauptsache, mir ist nicht mehr so fucking kalt wie gerade, Alter. Okay, mittlerweile ist komplett dunkel. Sonne ist untergegangen. Ich bin gerade auch sehr viel im Windschatten von einem LKW gefahren. Das war natürlich auch Premium. Kein Fahrtwind, nicht so viel Verbrauch. Also wirklich Beste. Junge, mir fällt gerade auch mal auf, dass meine komplette Elektronik hier nicht geht. Also nicht mal das Licht. Also wenn er hier mal in mein Cockpit sollt, seht ihr genauso viel wie da drüben in den Bergen. Ich sehe nichts. Links abbiegen. Links abbiegen? Junge, der führt mich doch komplett falsch, Alter. Junge, wo führt er mich jetzt hier lang, Alter? Durch irgendein Kackdorf. Rechts abbiegen auf die L1045. Warum fahre ich denn nicht einfach wieder auf der Autobahn?
Battery level is low. Natürlich, jetzt ist scheiß Sena doch leer hier. Junge, ey, kotz im Strahl. Ey, kotz im Strahl. Ich kann nichts sehen. Ich habe keine Handyhalterung. Junge, ich bin gerade mal in Thüringen. So eine Scheiße. Am besten rennt mir jetzt hier noch wild vor. Am besten rennt mir jetzt hier noch wild vor, gespannt. Jetzt könnt ihr nicht sagen, Mann, du bist ja die ganze Zeit nur Autobahn gefahren. Hier habt ihr eure Landstraße. Stockfinster. Fick mich hart in den Arsch. Junge, Junge, Junge. Ich kann mich nicht genug darüber aufregen, dass ich jetzt gerade Landstraßen fahren muss. Ich wollte einfach nur zurück auf die Autobahn. Ich wollte nur tanken und wieder auf die Autobahn. Auf einmal schickt er mich hier 30 Minuten über Landstraße. Ich bin jetzt seit über 6 Stunden auf dem Roller unterwegs. Ich glaube 6 Stunden 15. Und ich habe gerade mal 300 Kilometer geschafft. Junge, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt noch 300 Kilometer fahren muss. Ich kotze sowas vorne im Strahl, Alter. So, hoffentlich mein letzter Tankstopp für heute. Junge, Alter, ich kann nicht mehr. Ich bin so fertig. So kalt, körperlich auch absolut fertig. So, letzte Etappe hoffentlich. Kennt ihr das, wenn er lange joggt und so, wie er eigentlich gar nichts mehr so richtig von eurem Körper spürt, wie er einfach nur noch macht? So geht es mir gerade hier auf diesem Roller. Einfach nur machen. Ich habe echt ein bisschen Angst, wenn ich pennen gehe, morgen früh aufwache und zum Roller laufe, dass der nicht anspringt, Alter. Richtig Schiss gehabt. Ich hatte es gerade nicht auf Kamera, aber auf einmal ging der Roller aus. Ich dachte, scheiße, Alter. Bin schon hier rechts auf den Standstreifen gefahren. War wieder der Killswitch. Wir sind jetzt kurz vor Frankfurt. Frankfurt am Main. Oder wir sind schon bei Frankfurt am Main. Ich habe meinen ersten Stop jetzt bei Mannheim gesetzt. Bei Apache. Ah, feinster Tropfen. Willst du ein Video sehen? Ich fahre mit dem Roller nach Afrika. Ja? Ja. Ich habe von Berlin aus angefangen. Danke dir. Schönen Abend, ciao. Oh, Junge. Oh, Junge, ich bin so fertig. Oh, krass, wie kalt meine Füße sind. Also meine Füße sind am kältesten, mit Abstand. Oh, komm, Baby. Endspurt. Okay. Trotzdem krass, dass der Roller das einfach durchgehalten hat. Ich erspare euch jetzt mal gleich meinen Anblick. Ich sehe bestimmt super, super fertig aus. Mal gucken, ob es der Roller noch weiter schafft. Hier ist eine gute Parklücke für den Roller. Hier ist nämlich ein guter Platz, wenn er morgen nicht mehr anspringt, dass ich ihn einfach da lassen kann. Junge, was tue ich mir hier eigentlich an? Das war's von Teil 1. Also, checkt Emma Matratzen aus. Erster Link in der Bio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf den zweiten Teil. Macht so einen Scheiß nicht. Ist eine absolute Qual. Und in dem Sinne, hören wir uns. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann, ihr Coolen. Haut da rein.